Hast du noch Angst vor dem Tod oder lebst du schon? Wie sieht das bei dir aus? Wie war das bei mir? Was kann ich dir aus meinem Leben zum Thema Tod, zum Thema Sterben und vor allen Dingen zum Thema Leben erzählen? Ich war so, na sagen wir mal, 12, 13 Jahre alt. Da habe ich Winnetou gelesen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Winnetou Teil 1, 2 und 3. Spannend. Und in Teil 3, was passiert da? Da stirbt Winnetou. Und das war der Moment, wo mir zum ersten Mal so richtig Tränen über die Wangen kullerten. Aber das war auch der Moment, nachdem ich mich das erste Mal im Leben eigentlich so richtig mit dem Thema Tod beschäftigt habe. Was ist das überhaupt? Tod. Was ist das überhaupt? Sterben. Kommt danach noch irgendwas oder ist dann einfach Schluss nach dem Motto großer Schalter aus, vorbei, Ende dunkel, so wie abends einschlafen? Diese Fragen haben mich die ganze Zeit beschäftigt und sie haben mich nicht mehr losgelassen. Und ganz ehrlich, da drin fing an, so eine kleine Angst sich groß zu machen. Denn wen ich auch fragte, Antworten habe ich keine gekriegt, weil weiß keiner was drüber. Und so ging das 2 Jahre ungefähr. Denn als ich so 15 war, da fand ich bei uns plötzlich ein Buch. Meine Eltern hatten das und oh, meine Augen wurden ganz groß, meine Augen wurden ganz weit, meine Ohren wurden ganz groß und mein Interesse wuchs, als ich las Leben nach dem Tod. Wow, habe ich gedacht, das hört sich jetzt aber spannend an. Gibt es da wirklich was? Und ich habe gefragt, darf ich das Buch mal lesen? Und mein Vater sagt, klar, warum nicht, dann lies das Buch einfach mal. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es schneller gelesen als alle diese Karl-May-Bücher und sonstigen Bücher vorher. Denn es war so spannend wie kein anderes. Denn in diesem Buch wurde mir das erste Mal erklärt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wie es eventuell aussehen könnte. Natürlich war ich skeptisch. Obwohl, es sind über 150 Menschen gewesen, die dort dem Autor, dem Dr. Raimund Amudi, berichtet haben, was ihnen passiert ist, nachdem sie ja, gestorben waren. Nur diese Menschen sind alle aufgrund ja, eines Wunders, der Wiederbelebung oder, wieder zurückgekommen. Und das nicht ohne Grund, denn sie sollten uns von genau dem erzählen, was ihnen drüben im Jenseits geschehen ist. Wie ist es ihnen ergangen? Was ist passiert? Was haben sie erlebt? Wie haben sie es wahrgenommen? Und nachdem ich das Buch gelesen habe, wir gehen gleich kurz auf diese Themen alle ein, bin ich natürlich ganz aufgeregt zu meiner Mutter gestürmt und habe gesagt, du, das ist ja wow, das ist ja toll. Das wäre ja eine absolut geniale Nachricht, aber naja, glaubst du daran? Ist das wirklich wahr? Das ist doch viel zu schön, um wahr zu sein. Und dann nahm sie mich zur Seite und sagte, weißt du, erinnerst du dich noch, als ich vor 3 Jahren so krank war? Ja. Da haben die Ärzte mir eine falsche Spritze gegeben. Und da wäre ich beinahe gestorben. Und da habe ich genau das erlebt, was in diesem Buch drin steht. Boah, sage ich euch, das hat mich erstmal umgehauen. Aber im zweiten Moment, als ich mich wieder gefasst hatte, da sagte ich dann gleich, hey, das ist ja absolut eine geniale Nachricht, das ist ja fantastisch, das ist ja toll. Dann ist ja nicht großer Schalter aus, sondern es geht weiter, es geht wirklich weiter. Und so wie es aussieht, ganz gut. Wie sieht's denn nun tatsächlich aus? Und meine Mutter bestätigte mir, ja, du, ich kann dir sagen, dass das da, was da steht, das ist wirklich so. Denn Vati war da, also mein Opa, der hat sie in Empfang genommen. Auch wenn sie im Grunde hinterher wieder zurückgekommen ist. So war er doch da, um ihr die Angst zu nehmen. So. Aber wie geht das denn jetzt nur wirklich mit dem Sterben?
wenn wir sterben, ist es so, dass sich die Seele ja dann vom Körper löst oder gelöst wird. Bei Nahtoderlebnissen wird sie noch nicht ganz gelöst, da bleibt die Silberschnur noch erhalten. Aber wenn wir endgültig sterben, wird auch diese Silberschnur irgendwann gelöst. Und die Seele geht aus dem Körper raus. Wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele. Und dann schwebt die Seele plötzlich über dem Körper. Und wir können uns selber sehen. Wir sehen uns da. Und vielleicht die Ärzte und was da alles so passiert. Und das Außergewöhnliche ist, was Menschen, die zurückgekommen sind, berichtet haben, dass sie den Ärzten, dass sie den Menschen, die da waren, erzählen konnten, das und das habt ihr gesagt, das und das habt ihr gedacht und das ist geschehen. Und diejenigen, die dann immer noch skeptisch waren und es einfach nicht glauben konnten, naja, den hat diese Seele oder dieser Mensch dann später erzählen können, dann schaut mal da oben bei der Operationslampe dahinter, da liegt ein Zettel oben drauf. Wir hatten den da hingelegt. Oder erzählt, was draußen vor der Tür gesprochen wurde. Und nachdem man das überprüft hat, ja, dann stimmte das alles. Das hat natürlich dann viele Menschen skeptisch gemacht. Wow! Oder auch positiv skeptisch. Da ist ja wohl was dran. Das muss ja wohl stimmen. Denn wie sollten das sonst diese Menschen berichten können? Das kann man nicht berichten, wenn man nur irgendwelche geistigen Zustände oder sowas hat. Nein, das ist wirklich so geschehen. Tja, und dann geht's weiter. Dann kommt ein Licht auf einen zu, ein großes, helles, warmes, liebeausströmendes Licht. Und gemeinsam mit diesem Licht erlebt man dann seine Lebensrückschau. Man schaut das vergangene Leben an, was war gut, was war weniger gut, was hätte ich besser machen können und wie das ganze Leben abgelaufen ist, was habe ich gelernt in diesem Leben und. Das dauert alles seine Zeit, wobei eins muss ich sagen, haben diese Menschen berichtet, es gibt im Jenseits keine Zeit. Da gibt es nicht wirklich eine Zeit. Wie wir uns das jetzt hier auf der Erde vorstellen sollen, weiß ich nicht. Aber es wird berichtet, alles wäre gleichzeitig. Hört sich spannend an. Also ihr seht, es gibt noch einiges zu erleben, wenn wir denn wirklich wieder gehen. Das war einer der wichtigsten Punkte, womit ich meine Angst vor dem Tod im Grunde überwunden habe. Wo ich gewusst habe, hey, das ist ja spannend, das ist ja toll, es geht weiter, ist nicht einfach vorbei. Aber es gibt noch weitere Informationen, die ganz wichtig sind. Und das sind Sachen wie zum Beispiel, dass wir uns jetzt hier zu unseren Lebzeiten, wo wir jetzt hier auf der Erde sind, auf das Jenseits vorbereiten können und eigentlich auch vorbereiten sollten und ganz ehrlich auch wollten. Wie darf man das verstehen? Vielleicht ganz kurz einen Abriss, wie das funktioniert mit dem ganzen Leben. Ich sehe das so. Stellen wir uns einen Bleistift vor. Ein Bleistift hat eine Spitze, da werden wir geboren. Dann ist da diese Farbe, das ist die Kindheit. Dann wird es immer größer, das ist die Jugend. Und dann kommt der lange Stift. Das ist das ganze Leben, bis er hinten zu Ende ist. Das ist ein Leben. Das legen wir jetzt mal dahin. So, aber wir haben nicht nur ein Leben. Da kommt noch ein Stift, noch ein Leben und noch ein Leben und noch ein Leben. Und aus einer etwas weiteren Perspektive da hingeguckt, sieht man plötzlich, wow, das sind ja ganz viele Leben. Was ist denn der Sinn und Zweck dieser Leben? Was habe ich denn für eine Lernaufgabe mir gestellt? Was habe ich überhaupt für eine Aufgabe? Was hat mein Leben für einen Sinn? Und all das sieht man auch, wenn man drüben ist. Da hat man nämlich wieder den Überblick. Einige von den Menschen, die zurückgekommen sind, haben sogar erzählt von einer Vision des Wissens. Das heißt, man stellt in Gedanken eine Frage und zack, ist die Antwort da. Das müssten wir hier auch so genial haben, das wäre toll, ne? Ja, können wir eigentlich auch, aber wir haben es verlernt. Na gut, müssen wir jetzt erstmal mit leben. Und das alles zusammengefasst, das hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Ich habe eins, ja, ich möchte mal sagen, verstanden. Ich habe verstanden, dass wir hier auf der Erde sind, um ja quasi ein Seminar, einen Lehrgang zu machen. Das ist nur ein Seminar von vielen. Aber jetzt sind wir hier auf der Erde, um genau dieses Seminar zu machen, was wir im Hier und Jetzt erleben.
Und wir haben die absolut genial große Chance, dass wir von diesen ganzen Vorgängen und dass wir von dem Jenseits und wie alles funktioniert, jetzt schon erfahren, dass wir das lernen dürfen, dass wir dieses Wissen, das uns von Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten, berichtet werden, dass wir dieses Wissen jetzt schon, ja sag mal, anwenden dürfen, dass wir es für uns verinnerlichen können und dass wir es für uns anwenden können. Wie könnte man das denn jetzt anwenden? Wie könnte man das für uns umsetzen? Wie mache ich das für mich? Das ist vielleicht das Interessanteste, weil das, was ich euch erzähle, das ist ja alles aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Nehmt euch an, was ihr möchtet davon. Das sind zum Beispiel die 7 Level der Transformation. Wenn ich also irgendetwas in mir spüre, wir reden da später nochmal genauer drüber, jetzt in diesem ersten Film ganz kurz aber schon mal anreißen, damit wir schon mal wissen, was noch auf uns zukommt und was wir tun können. Die 7 Level der Transformation, auch das ist das Gleiche, was im Grunde bei der Lebensrückschau im Jenseits passiert, haben Menschen berichtet, die rüber, die wieder zurückgekommen sind. Da ist Punkt 1. Level 1 ist die Erkenntnis. Wir erkennen zum Beispiel eine Emotion in uns. Etwas, was uns zwickt, was uns wehtut, was hier unwohl ist. Dann schieben wir das oft gerne weg. Wir wollen das nicht. Aber genau das ist eigentlich die Emotion, die wir erfahren wollten, die wir transformieren wollten. Und das können wir machen, indem wir sie halt eben erstmal erkennen. Level 2 ist Verstehen. Jetzt verstehen wir das, was da passiert ist. Und nachdem wir es verstanden haben, können wir auch vergeben. Level 3 ist Vergebung. Allen Beteiligten vergeben und besonders auch mir selbst vergeben. Dann kommt Level 4. Wenn wir vergeben haben, können wir ins Vertrauen gehen und können vertrauen. Ganz wichtig, auch Selbstvertrauen, Selbstliebe, Urvertrauen. Mit diesem Vertrauen gewinnen wir dann neuen Mut. Das ist Level 5. Und wenn wir genug Mut gesammelt haben, dann kommen wir in Level 7, indem wir nämlich in Level 7 dann loslassen können. Loslassen aller alten Sachen, aller Sachen, die nicht mehr uns sind. Einfach alles, was wir erfahren haben und wo wir sagen, nein, das ist nicht mehr unser Ding. Das nehme ich für mich nicht mehr an. Richtig loslassen. Und wenn wir das geschafft haben, kommen wir in Level 7 und Level 7, das ist die Liebe. Und dazu gibt es nichts weiter zu sagen. Diese 7 Level können wir mit allem, was uns in diesem Leben geschieht, immer wieder durchleben, durchgehen oder auch indem wir alle Probleme, die wir haben, mit diesen 7 Leveln angehen. Versucht's mal. Seitdem ich das Prinzip kenne, wow, sage ich euch, seitdem hat sich mein Leben sehr stark verändert und es geht wirklich steil bergauf. Was gibt es jetzt noch Wichtiges dazu zu sagen? Wir haben eins festgestellt, die Frage, gibt es überhaupt einen Tod, können wir ganz klar mit Nein beantworten. Es gibt nur einen Wechsel von der einen Seite zur anderen. Wir sind jetzt hier, wir sagen im Diesseits. Okay, dann ist die andere Seite das Jenseits. Aber wir sind geistige Wesen, die eine menschliche Erfahrung hier auf der Erde machen, in einem Körper. Wenn wir dann wieder drüben im Jenseits sind, dann ist das drüben das Diesseits und diese Seite hier auf der Erde ist das Jenseits. Also genau umgetauscht. Aber unsere eigentliche Daseinsform ist Seele, ist ein geistiges Wesen. Und aus dieser Sicht betrachtet, mal so diesen Schritt zurück und diese Bleistifte wieder genommen und die einzelnen Leben angeguckt, sieht das schon viel besser aus. Und das fühlt sich auch wunderbar gut an, für mich, muss ich dazu sagen. Denn das Leben hat jetzt plötzlich einen ganz anderen Sinn. Ja? Für mich. Es gibt noch ein paar Dinge zum Sterben dazu zu sagen. Es gibt ja Menschen, die glauben an Himmel und Hölle. Und ja, was soll ich euch sagen? Wenn wir sterben, ist es so, dass uns drüben genau das erwartet,
was wir erwarten, was wir uns vorstellen und an was wir glauben. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Wenn wir an eine Blumenwiese glauben und an wunderschöne Musik und sonstige schöne Sachen, dann wird uns das drüben erwarten. Wenn wir aber nur Dunkelheit und Hölle erwarten, dann wird uns das auch drüben erstmal genauso gezeigt. Dann kommen wir nämlich genau in diese, nennen wir es Hölle oder auch unangenehme Seite, bis wir dann auch drüben verstanden haben, dass dem nicht so ist. Denn das Licht, die Liebe wird uns immer wieder angeboten. Aber es ist wichtig für uns, für unsere Seele, es selbst zu erkennen und zu sehen. Und diese Menschen, die das aber noch nicht annehmen können, oder besser gesagt die Seelen, die ja von Verstorbenen drüben sind, in der sogenannten Zwischenwelt, das sind die Seelen, die das noch nicht annehmen konnten, die noch an materiellen Dingen oder an Problemen, an irdischen Problemen hängen und nicht loslassen können. Damals Thema Loslassen wieder. Die hängen in der Zwischenwelt fest. Es gibt übrigens eine ganz hervorragende Fernsehreihe, Ghost Whisperers. Kann ich jedem nur empfehlen. Da geht es darum, dass diese Protagonistin, das ist die Melinda Gordon, dass die diesen Seelen, weil sie die Seelen sehen kann, hilft, ins Licht zu gehen, ihre Probleme hier auf dieser Erde noch zu lösen, loszulassen und dann zu gehen. Nur ein kleiner Tipp am Rande, da kann man sich ganz gut mal schlau machen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu diesen Themen, dann schaut meine anderen Videos auf dem Kanal Delfin TV an oder schreibt mir eine E-Mail mit euren Fragen. Die Fragen beantworten wir dann einfach in einer der nächsten Videos und ja, dann schauen wir mal weiter. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein kleines bisschen von meinem Leben, von meinem Erleben und von meinen Erkenntnissen rüberbringen konnte. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, euer Andreas.